Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Wir befinden uns gerade in San Francisco, Kalifornien. Und wir wollen ja eine Folge Ask Jam drehen. Das Problem ist, wir haben hier gerade 15 Uhr nachmittags und bei euch ist das, heißt das, dass es irgendwie 1 Uhr morgens ist. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal was zu essen suchen und schauen erstmal, ob wir da überhaupt ein paar Fragen bekommen haben. Wir sind jetzt in so einem geilen Burgerladen angekommen, aber bevor ich die erste Frage beantworte, möchte ich erstmal unseren geilen Ausblick von hier zeigen. Mega-Cheater-Frage. Was hältst du davon, wie die Dinge mit Happy War verlaufen sind und bereust du die Trennung? Nö, ich bereue die Trennung nicht. Natürlich, man ja heute die ganze Zeit nur, auf unserem Trip. Weil ich seitdem mit diesen Hurensöhnen hier unterwegs sein muss, weil die mein neues Team sind. Nein, ich bereue die Trennung kein Stück, eben weil das sich halt so zerlaufen hat und wir uns eben nicht mehr sehen konnten. Und ich sag mal so, wir haben aufgehört, bevor es peinlich war. Und ich bereue nichts, es ist gut so, wie es gelaufen ist. Und nächster Kommentar. Ist das Scheiße? Beleidige nicht meinen Arbeitgeber, Mann. Bist du hauptberuflich YouTuber? Schaut mich an, ich mache gerade nichts anderes. Ich bin hosenloser Arbeitsloser. Nein, hauptberuflich YouTuber will ich nicht sagen, weil ich denke, hauptberuflich YouTuber sind die, die wirklich nur davon leben. Das tue ich nicht. Ich mache gerade selbstständige Mini-Schalter- und Cutter-Jobs. Unter anderem hier in San Francisco, für den, der gerade hinter der Kamera ist. Hi. Und er macht den Job echt schlecht. Jeden Tag ein bisschen besser. Ich bin gerade nach der Ausbildung. Ich tue mein Bestes. Lara präsentiert, fragt, wie gefährlich ist Amerika? Sehr gefährlich, vor allem am Flughafen. Da wollten uns Leute, mich und Phil, wollten uns entführen. Ihr Arschgeigen. Um die Frage zu beantworten, wenn du dumm bist, dann ist es gefährlich. Ansonsten eher. Ja, die Leute sind hier voll entspannt. Wir haben uns darauf geeinigt, nur zu dritt, um die Straße rumzulaufen. Niemals alleine, zu zweit. Würdet ihr mir in den Arsch bumsen? Oh mein Gott! Scheiße! Du sahst weiter weg aus der Linse. Oh fuck! Oh fuck, Min, das tut mir leid. Was passiert? Was hier passiert? Er sah durch die Linse weiter weg aus, deswegen habe ich ihm ins Auge gepiekst. Du bist ein Vollidiot. Lebst du noch? Nein, ist kaputt, alles klar. Werdet ihr drei die USA vermissen, wenn ihr wieder in deinem Lande seid? Das werden wir mal sehen. Vielleicht sind wir voll abgefuckt, aber vielleicht werden wir es tun. Die Sache ist, die Leute und die Weiber sind so heiß hier. Das ist hier wie eine andere Welt, wo wir gerade sind. Und das ist halt nicht unser Alltag so, ne? Wir sind jetzt hier einen Monat. Ich werde es schon vermissen, denke ich. Aber ich glaube, ich habe auch viele Sachen, auf die ich mich freue, wenn ich wieder zu Hause bin. Oh, mittlerweile sind wir in so einer schönen amerikanischen Bar angekommen. Schallgeflüster fragt, was würdet ihr eurem Kindheits-Ich aus heutiger Perspektive mit auf den Weg geben? Hör nicht auf die anderen, mach das, was dich glücklich macht und ja, zieh dein Ding durch. Da müsste ich wirklich überlegen und ich glaube, das ist nicht fürs Internet geeignet. Das hat was mit Wichsen zu tun. Mit den Beinen breit, so gut es geht und mit Tränen im Gesicht, in der Hoffnung auf die Zukunft und dass der Spieß sich mal umdreht. Kopf hoch, es wird besser. Schönes Risiko, ne? Hat euch der Jetlag gefickt oder ging es so? Boah, der Jetlag hat mich übelst gefickt. Ich habe das Gefühl, er fickt mich noch heute. Bei mir ging's, also. Wir machen noch mal eine Frage und zwar, vermisst ihr das alte YouTube? Nein, ich finde, es ist gut, wenn man sich weiterentwickelt. Was meint ihr? Korrekt. Egal was passiert, du musst dich immer im Leben weiterentwickeln. Yes. Lass mal nicht gerade gehen, was pissen. Keine Aufnahme in diesem Video, wo ihr nicht irgendwie pissen, kacken, fotzen, Brüste, nein, ficken oder sowas sagt. Ich zuhören, was du gemacht hast, ehrlich gesagt. Ich will einfach nur pissen nach Hause. Wirklich, wir schalten mal ins Hotel und vor dem Schlafen gehen haben wir noch eine Frage übrig. So, die letzte Frage, bevor wir den Tag beenden. Ming Li möchte wissen, hey Master Jeff, warum läufst du immer nackt im Hotelzimmer rum? Lass das bitte. Hey Ming. Das kannst du vollkommen vergessen, damit werde ich nicht aufhören. Du hast dir das hier selber ausgesucht und du hast sogar dafür bezahlt. Ja, stimmt allerdings. So. Zieh dich wieder. So, wir gehen mal zur Golden Gate Bridge. Zur Golden Gate Bridge? Halt die Fresse, ja. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg gerade zu Alcatraz Island. Und ich habe ja noch eine Frage. Opa, da ist was wackelig hier. Woher wissen Menschen mit einer Glatze eigentlich, bis wohin sie ihr Gesicht waschen müssen und ab wann die Kopfhaut anfängt? Das wissen sie nicht. Sie waschen einfach alles. Also, ein Kumpel von mir meinte mal, also der eine Glatze hat, er hört da auf zu waschen, wo die Rückenhaare anfangen.
Schaut euch die Aussicht an, Alter. Genau die richtige Stelle, um noch eine Frage zu beantworten. Und zwar? Bisheriges Highlight auf eurem Trip. Also, für mich war das bisherige Highlight in Manchester, der Logan-Paul-Kampf. Einfach unglaublich großartig. Da ist Jake Paul! Halb Mensch, halb Hurensohn! Und ohne Scheiß, Alcatraz Island, wir hören uns die ganze Zeit so ein Tape an und das ist unglaublich spannend und unglaublich unter die Haut. Der Wahnsinn. Oh, mittlerweile sind wir hier angekommen an der Golden Gate Bridge. Die Endstation des Videos, würde ich mal sagen. So, wir haben noch zwei Fragen für euch übrig. Und zwar die erste kommt von Mr. Monia. Wie hast du Mr. Trashback kennengelernt? Phil, wie war denn das? Du machst auch Bier? Oh ja! So eine Freundin sein? Okay! Ja! So, und dann die letzte Frage, die wir hier ebenfalls noch beantworten. Wie kamt ihr auf die Idee mit dem Bro-Trip? Ich hab mir gedacht, ey, ich muss mal wieder rauskommen, was anderes erleben. Und wollte coole Videos drehen. Irgendwann dachte ich so, ey, lass doch eine ganze Webserie drehen. In den USA, wo wir geilen Scheiß erleben, haben wir jetzt ein halbes Jahr gearbeitet und haben Schritt für Schritt die Idee dazu weiterentwickelt. Die Sache ist, so wie wir es in unserer Webserie auch gesagt haben in den ersten Folgen, das ist gar nicht mal so falsch. Ich war arbeitslos, Phil kam am Anfang des Jahres zu mir und meinte, Micha, halt dir mal vom 20. August bis zum 23. September frei und wir fliegen nach Amerika. Und ich so, okay. Ja gut, bin dabei. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt hier sein darf mit diesen beiden Spasten. Und ganz wichtig, www.kaufmannscheiß.de. Die beste Entscheidung meines Lebens. Haut raus! Bist du bekloppt und nicht plemplem? Dann abonniere Master Jam.